Wir kommen zu diesem Spektakel hier. Ja, Barello hat tatsächlich am Wochenende, ich weiß gar nicht, ob es Samstag oder Freitag war, gegen Fat Comedy gekämpft. Ich weiß gar nicht, warum das komplett an mir vorbeigegangen ist, ob das nur auf TikTok stattgefunden hat, aber wir geben uns mal den Kampf. Das sind irgendwie 3 Runden. Barello gegen Fat Comedy. Ich weiß nicht, ob Barello irgendwie Boxerfahrung hat oder sowas, ja. Aber das wirkt mir doch eher wie Not gegen Elend. Ja, schauen wir mal, was hier abgeht. Danke. Jungs, sauberer Kampf. Ich möchte wirklich ein fairer Kampf, okay? Keine tiefe Schläge, kein Kopf los. Und wenn ich sage Kopf hoch oder Stopp, dann Stopp. Weg ist. Der Barello ist sehr groß, ne? Schritt zurück und weiter kämpfen. Gebt euch die Hand. So, Freunde des Influencer-Boxsports. Freunde des Influencer-Boxsports, sagt er hier, Digga. Alter! Oh! Bruder, der denkt sich auch noch, Gott sei Dank, ja. Ey, ist die Scheiße jetzt vorbei hier und ich krieg meine Cola, Alter. Da sind wir beim letzten. Mit Boxsport hat das nichts zu tun. Boxkampf heute Abend, nicht der letzte Kampf, aber der letzte Boxkampf. Und da haben wir die zwei Hauptakteure, einmal Barello in der roten Ecke und Fat Comedy in der blauen Ecke. Fat Comedy, der erfahrene. Wann boxt Fat Comedy gegen Oliver Pocher? Mann, seit dem Kampf gegen Bilal Gold. Der erfahrenere Mann ist der Fat Comedy. Also, lass mich nicht lügen, aber soweit ich das mitbekommen habe, hat der einen Boxkampf bisher gemacht. Und zwar gegen Bilal Gold, der irgendwie 1,30 Meter groß ist, 20 Kilo wiegt und den der da einfach nur durch den Ring geschmissen hat. Ja, also. Der Boxkampf für Veteranen hier, Fat Comedy, ja? Unfassbar. Stimmt, der hat schon einen Boxkampf hinter sich. Guck mal die Schuhe. Alter! Ey, wirklich, ja? Was sind das für Schuhe? Und den hat er K.O. gemacht. Ja, und. Ist der da einfach mit seinen Turnschuhen am Boxen oder was? Plus, er trainiert auch privat, ne? Also, das muss man ihn auch lassen. Er hat sich jetzt nicht extra. Ist das. Was ist das, Digga? Was ist das? Er ist einfach mit Turnschuhen, Digga, ja? Komm doch das nächste Mal mit Sandalen, Bruder. Für diesen Kampf hier. Vorbereitet. Er trägt die Nikes auch beim Boxkampf hier, ja? Und er ist immer am Trainieren. Ja. Los geht's. Ich glaube trotzdem, dass wir Barello hier nicht unterschätzen dürfen. Ja. Der hier natürlich in seiner Ecke Mo Abdallah auch stehen hat. Ja. Wie viel Vorbereitungszeit hatte Barello? 3 Tage oder sowas, ja? Wahrscheinlich, ne? Nice. Erfahrener Mann aus dem Kickboxen. Der war bei Sinan im Stream, der ist echt dumm. Ja, ich glaube auch mittlerweile ist meine Theorie, dass der nur trollt und diese ganze Fitness-Scheiße nur macht, weil er ein verkapptes Genie ist und einfach nur die Clans gegeneinander ausspielen möchte. Ich glaube, meine Theorie, die ist obsolet, Digga. Ja. Warum feiern die jetzt hier so? Der verschlägt seine ganze Power in die Deckung von Fat Comedy. Ja, Barello, Barello, ja, nice. Barello hier ungestüm, ballert auf, Fat Comedy los. Nice, ja? Hat der voll was gebracht? Guck mal, der ist schon am Taumeln hier, der ist gleich K.O. Ob er das Tempo halten kann? Ja. Ist das schlecht, ja? Ist das schlecht? Fat Comedy ziemlich unbeeindruckt in der Doppeldeckung. Man darf nicht vergessen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja? Fat Comedy ziemlich unbeeindruckt in der Doppeldeckung, ja, richtig, ja? Fat Comedy kann schon richtig hart zuschlagen. Ja. Das hat er gegen Bilal Gold bewiesen. Ich finde, diese Events sollten einfach verboten werden. Jedes Mal gibt es Auseinandersetzungen. Echt? Ja, gab es hier auch? Wieder Randale? Die sieht aus, als ob sie sich küssen hier, ja? Aber Fat Comedy hat stabil abgenommen, ne? Ich glaube, der hat zwar nachgeholfen, auch mit Magenverkleinerung und sowas, ja? Manche machen eine Magenverkleinerung und man sieht den Effekt nicht so doll wie bei Fat Comedy. Man. Jetzt wird ihm hier kurz die Hose hochgezogen. Ja. Da wird er noch angezogen hier, ja, von seinem Ziehvater. Also der Steg zum Ring ist auch mehr als voll. Ich hoffe, das hat jemand statisch berechnet. Barello jetzt mittlerweile doch ein bisschen ängstlicher oder mehr darauf getrieben. Ja, der hat jetzt mal 2, 3 wilde Schwinger abbekommen von Fat Comedy und denkt sich so, Babari, was ist hier los? Nichts zu kassieren. Ja. Klappt aber nicht immer. Fat Comedy kommt immer wieder mit seinen Schlägen durch.
jetzt. Die Hose ist ein Thema bei Fat Comedy, das müssen irgendwie in der Ring. In den Was ist das denn, Alter, hier alle 20 Sekunden Pause, weil Fat Comedy seine Hose aufgeht? Alter, ja. Ja, in der Rundenpause mal checken. Das kann nicht sein, dass der Kampf hier immer wieder pausiert wird. Was, Engels Gesicht hat einen MMA-Kampf gemacht bei der gleichen Veranstaltung oder was? Alter. Geil. Das ist eigentlich schon wieder eine geile Fightcard, ja? Und ich gucke so einen Quatsch wie UFC, ja? Boah, der Ringrichter hat den jetzt wieder freigegeben. Die letzten Sekunden laufen an in der ersten Runde. Und dann kann man auch das Hosenproblem lösen. Besser als Gaethje versus Fisiev, ja, auf jeden Fall, ne? Ich finde, Dana sollte die beiden Jungs jetzt signen, Alter. Das ist ja wirklich spektakulär. Danke für die erste Runde. Danke für die erste Runde. Hier gibt's keinen Gong. Hier sagt einfach einer, ey, die erste Runde ist vorbei. In eure Ecken. Und dann in 3 Sekunden. So, jetzt geht's weiter. Was ist denn das hier, Alter? So, darf ich zur ersten Runde, Jonas? Boah, ich weiß nicht. Boah, ist das genial, ja? Ich weiß nicht, wem ich die geben soll. Also ich würde die Fat Comedy geben. Also da kommt ja nichts durch hier, ja? Da landet gar nichts. Significant Strikes, nada. Niente. Zero. Obwohl Barello hier auch seine Momente hatte, aber überwiegend. Was ist denn das für ein Moment? Das ist ein Moment des Auspowerns der eigenen Energien. Mehr ist das nicht. Auf die Doppeldeckung schlug. Wir wissen hier aber auch nicht. Das ist krank, ja? Was der Ringrichter bewertet. Ob er die Aggressivität mehr bewertet als die klaren Treffer. Ja, im Prinzip müssen die klaren Treffer das ausschlaggebende Kriterium sein. Er weiß nicht, was er bewertet, die Aggressivität oder die klaren Treffer, hä? Na? Es wird der Wille wird bewertet, ja? Der Wille war da bei Barello. Wenn ich mich jetzt am tatsächlichen Boxsport orientieren wollte. Das auf jeden Fall, ne? Ist aber halt auch schwierig, ne, wenn man Trainer mit Lederjacke, ja. als Alleinentscheider im Ring steht. Ja, das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Also ich glaube aber trotzdem, ja, also wir machen uns jetzt drüber lustig, aber jetzt aus der ersten Runde hat man schon gesehen, Fat Comedy versucht wenigstens Kombinationen zu machen, ja. Barello, der schlägt einfach hier den hier, ne, so einfach, um den wegzuschlagen. Bei Fat Comedy sieht man auf jeden Fall, dass er schon ein paar Monate trainiert, ja, dass er sich mit dem Boxsport auf jeden Fall schon beschäftigt hat, ne. Du hast da eh genug zu tun und dir dann quasi den Kampfverlauf noch zu merken. Genau so sieht's aus. Mir geht das ja manchmal beim Kommentieren schon so, wenn ich danach die Com-Card ausfüllen muss. Liebe Grüße hier an Lars Platt. So, also 2. Runde. Jetzt haben wir sie hier direkt vor der Nase. Ja, die linke kam durch von Barello. Vor allem frage ich mich, was für Leute gehen zu solchen Events. Ja, man denkt eigentlich nur Kinder, ne? Aber wenn man so ins Publikum guckt, eigentlich nicht, ne? Waren das dann, die war wahrscheinlich ab 18 hier, die Veranstaltung, ne? Weil sonst wäre das doch voll mit Kiddies hier. Barello schlägt und schiebt hier. Und klammert. Warum haben die Shirts an? Eigentlich auch eine gute Frage, ne? Barello kämpft im T-Shirt und mit Nike Sportschuhen, ja? Fat Comedy kämpft im Pullover. Wie kämpft der Nächste? Im Bademantel oder was, ja? Man muss hier mal aber auch erwähnen, dass der Junge Fat Comedy heißt, ne? Und gerade eine unglaubliche Luft mitbringt und einen unglaublichen Willen und eine unglaubliche sportliche Leistung abliefert. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber der hat auch ziemlich viel abgenommen, ne? Also er sah, hatte deutlich mehr Gewicht gehabt, hat durch den Sport auch ziemlich viel Kilos verloren und wagt sich jetzt auch in den Ring, ne? Zum zweiten Mal. Ich sag ehrlich, ich habe schon Leute gesehen, die haben sich schlechter angestellt. Oh, schöne Aufwärts! Ja, das sah zum Beispiel nicht schlecht aus hier gerade, ja? Schöne Kombi hier auf jeden Fall. Hier von Fat Comedy. Barello. Aber nö Deckung, ja?
Also wenn ihm jemand gegenüberstehen würde, der ein bisschen boxen könnte, hätte er jetzt natürlich auch schon wieder zwei, drei miese Jabs bekommen hier. Versucht jetzt seinen Kopf mal raus. Wieder schöner Aufwärtshaken. Ja genau, also wenn ich kämpfe mit ABC-Maske. Barello klammert nicht nur, er hängt sich auch in Fettkomödie rein. Oder auf Fettkomödie. Ja, bei Barello ist die Luft langsam schwach, ne? Ist die Luft langsam aus? Eigentlich krass, ne? Dass Barello weniger Kondition hat als Fettkomödie. Wahnsinn. Na gut, der sitzt ja den ganzen Tag nur auf dem Klo in seiner Butze und macht über TikTok irgendwelchen Clan-Mitgliedern Ansage, ne? Fettkomödie lässt sich wieder die Hose richten. Fat Comedy lässt sich wieder die Hose richten. Sätze, von denen ich auch nie gedacht hätte, dass ich sie mal hören werde. Wir haben noch 28 Sekunden auf der Uhr. Also diese Runde werden wir wahrscheinlich keine Entscheidung sehen. Ja. Ich hoffe, dass der Zeitnehmer da die Zeit stoppt. Ja, weil die darf hier eigentlich nicht von der Kampfzeit abgezogen werden. Ja. Auch hier, das war jetzt, glaube ich, nicht so ganz regelkonform, dass hier nochmal gecoacht wurde. Jawohl, boah, das war ja gute Kombi hier von Fat Comedy. Fat Comedy setzt ihm hier richtig zu. Wieder schöner Aufwärtshaken. Da geht der muss da aufpassen, wenn der Aufwärtshaken durchkommt. Ja, der geht da auch wirklich schön mit dem rechten mit seinem Oberkörper rechts runter und haut dann den rechten Aufwärtshaken rein. Ne, der Fat Comedy. Ja, die Runde wird jetzt klar und deutlich Fat Comedy geben. Ja, zwei von drei Runden bisher Fat Comedy, ja. Also Barello macht hier gar nichts. In der Fat Comedies Ecke haben wir hohe Prominenz aus der Kampfsportszene. Jawohl. Unter anderem Ahmed Sheikh Musa, Islam Dulatov. Islam, ja, da steht Islam, tatsächlich. So, jetzt Barello, Fat Comedy alles vom Stapel. Ja, ja, schlägt Barello auch hat richtig Probleme jetzt. Präzise zu, ne? Sucht sich da auch die Lücke, ne? Das ist gut so. Weißt du, was er macht, was Barello nicht gemacht hat? Ja, er versucht hier mit dem Uppercut auch noch Lücken zu schaffen und Lücken zu finden, ne? In der Deckung hier von Barello. Barello ja einfach nur auf die Deckung die ganze Zeit draufgehauen und sich komplett ausgepowert. So öfters so ja keine Deckung vom Gegner, Alter. Und jetzt setzt die Aufwärtshaken rein. Er nimmt auch Maß. Er legt sich mit der linken den Barello zurecht. Ja. Mo Abdallah habe ich auch schon mal glücklicher gesehen. Beide geben hier ordentlich Gas. Das muss man denen lassen. Schwergewicht. Der macht einfach den Kopf runter und läuft so stiermäßig auf ihn zu, ja. Und versucht das nochmal zu klammern und die eine Minute der letzten Runde rauszuhalten irgendwie. Boah, ey. Also Barello sehen wir hoffentlich nie wieder im Ring. Das ist ja eine unfassbare Blamage, Alter. Ja, Barello hält sich dann an den Seilen fest. Das hält sich am Seilen fest und drückt sich somit noch mehr ins Geklammere rein, ja? Das gibt's doch nicht hier. Darf er auch nicht machen. Was für eine Pfeife, Alter, ja? So, kommt, Jungs, noch eine Minute. Jetzt zeig ich mal, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Auf geht's. Da kriegt der leichte Klapser. Motivation. Er hat Sinan herausgefordert, nie im Leben. Ernsthaft? Klapser. Ja, das darf man auch nicht, er drückt ihn runter. Man darf hier einiges nicht, aber heute ist Influencer, Social Media Stars, Fight Night. Ja, Barello ist so unter Druck. Sind die, da kommt Junge, wie der den umarmt die ganze Zeit, das ist so nervig, ja? Da kommt nichts Anständiges mehr. Die letzte halbe Minute läuft an. Barello versucht jetzt auch einfach nur nicht mehr K.O. zu gehen, glaube ich. Fat Comedy will auch kämpfen, ne? Selbst im Clinch. Ich wollte gerade sagen, Fat Comedy hat eigentlich Bock hier. Der hat eigentlich Bock, den Leuten hier ein bisschen was zu bieten. Aber Barello stürmt einfach nur auf ihn zu und umarmt ihn dann, ja? Voll nervig, Alter. Deswegen liebe ich MMA so sehr. Wenn dich da jemand klammert, ja, dann kannst du dann auch noch versuchen, mit Grappling den zu Boden zu bringen und dann mit Hammerfist den jungen Mann dafür zu bestrafen, ja? Hier musst du einfach nur warten, bis der Referee dann sagt, nee, hört mal auf, Jungs. Wenn er gehalten wird. Ja,
Also komm, letzte 10 Sekunden. Die letzten 10 laufen jetzt an. Auf geht's, Jungs. Barello am Festhalten und am Schieben. Das ist echt, das ist eine absolute Farce, Alter, ja. Stellt euch mal vor, ihr bezahlt Tickets für so ein Event hier, Digga. Kann auch rum sein. Danke für die Donnerstag. Also, ich sehe den Kampf in der Blau. Was hebt der denn da die Arme? Denkt ihr, der hat gewonnen? Denkt ihr, der hat gewonnen? Leute, ist der wirklich komplett hohl in der Birne? Der hebt ja da die Arme hier, ja? Yay! Yeah. Danke, Gabe. Adrian! Das ist doch eine bodenlose Frechheit, ja? 200 Euro pro Ticket? Nee. Auenecke. Das ist doch krank, ja? Ich genauso. Fett Comedy hat das Ding für mich. Aber nichtsdestotrotz, Respekt an beide Kämpfer, wenn du überlegst, das sind Jungs, die finden im Internet statt, die haben sich hier in den Ring gestellt, die haben mal 2 Minuten auf die Schnauze gehauen. Nein, das kann denen auch keiner wegnehmen, ne? Also das muss man sich erstens trauen, ne? Und die haben eine ganze Halle ausverkauft. Also das, mal hin. Ja, und wir. Ja, die sieht jetzt aber auch nicht mega groß aus, die Halle hier, ne? Was ist das? 500 Leute, 1000 Leute? Wir haben jetzt nicht die genauen Zahlen, aber wer weiß, wie viele zigtausend Zuschauer jetzt gerade nur für den Kampf eingeschaltet haben. Ja. Ja. Livestream hat 19 Euro gekostet, nice. Also nicht nur große Klappe, da steckt auch was hinter bei beiden. Man sieht ja auch in der roten Ecke noch weitere. Nach Auswertung der Punkte geht der Sieg bei diesem Kampf heute in die blaue Ecke und damit an Fat Comedy. Also Real Talk, Fat Comedy hat mich positiv überrascht. Der hat natürlich hier einen undankbaren Gegner gehabt, der die ganze Zeit nur geklammert hat und somit überhaupt gar keinen Fight initiieren wollte. Könnte ich mir vorstellen, den nochmal im Ring sehen zu wollen. Ja, würde ich mir tatsächlich nochmal geben. Gerne gegen einen Gegner, der vielleicht auch schon ein bisschen länger boxt und nicht nur hier so ein TikTok-Wannabe-Star ist, der jetzt deswegen überall reingepresst wird, weil der auf TikTok große Zahlen macht, ja. Meiner Meinung nach ist Marvin California tatsächlich psychisch krank. Er hat Flair herausgefordert. Ach, das habe ich, glaube ich, sogar gesehen. In der Insta-Story, ne? Und hat Flair dann drauf geantwortet, yo, Fat. Als ob Fat so sein Vorname ist, ne? Yo, Fat. Was geht? Ich habe keinen Bock zu boxen oder sowas, ne? Also, dass ihr Flair jemals in so einem Boxring seht, das wird nicht passieren. Ja, das ist klar. Mastak hat dazu auch ein Video rausgebracht, in dem er sich beim Pinkeln filmt. Hör mir auf, Alter. Ah, das war ganz süß hier.